ISUZU bringt mam D-Max auch ein neues Pickup-Modell auf den Marché. Gouf an seiner 7. Generation optisch sowie auch technisch von Grund aus neu konzipiert. Auch steht auch noch mehr Konkurrenz, sogar als erst zu wollen Alternativ zum Segment von den SUVs. ISUZU schwätzt auch häufig ein SUV mit großem Fortschritt und raffiniertem Gefühl, wird je von ihnen produziert gouf. Dass die österreichische Schmangner-Steuer-Fahrzeugtechnik hei kräftig nachgeholfen hat und sich auch um die feinsten Erbig gekümmert hat, merkt ihr gleich auf den nächsten Meter, für allem hei bei unserem Test-SUV, dem ISUZU V-Cross. 5,30 Meter lang, 1,80 Meter hoch und 1,86 Meter breit bringt schon eine Länge einen intensiven Eindruck von diesem japanischen SUV. Unser V-Cross-Design erweist mit aufhellendem grau-schwarzen Kühlergrill an den silbernen Emblemzug von ISUZU sorgt schon von weitem für einen markanten Auftritt. Für allem die schwarzen Baguette rund um Drahtkosten und seine breiten Trittbretter bringen ihm zusätzlich ein stärkeres Design. LED-Scheinwerfer, 18 Zoll schwarze Alufelgen und eine Kamera für Handrückszufuhren, ganz wichtig bei einer Länge von 5,30 Meter, rinnen noch nach die wichtigsten exteriöse Features auf. Am Interieur können nur Versionen bis zu 5 Personen auf bequemen Ledersitzen Platz holen. Den Interieur dominiert durch am Schwarzen, wird der Molab besänigter Sass. Er wirkt doch ganz nobel. Es gibt nicht Mengen an einem Crossover SUV zu sitzen. Es sitzt sich schön hoch und kann auf die kleinen PKW raufgucken. Der flott für den Chauffeur platzierten Display weist auch all wichtige Funktionen nun, außer dem Gangwechseln, was bei anderen Modellen bald nicht mehr wegzudenken ist. Den Interieur ist gut aménagiert und passt sich auch der Zeit für den Haut gut tun. Darüber hinaus bietet den neuen D-Max serienmäßig an der Mitte vom Tablet de Bord einen großen Touchscreen mit einem modernen Infotainment-System, der bis auf Radio und Bluetooth-Audio, aber immerhin mit Apple CarPlay nicht so viel anzubieten hat. Am Gegensatz zu seinem Vorgänger hat sich die Grundausstattung beim neuen Pickup deutlich verbessert. Und es sind auch noch mehr Assistance-Systeme mit an Bord. Dazu gehören in der anderen Orlo und Notbremsassisten, den der Teilhandstor zu gut mit den Passagieren mengt und für mich zu frei reagiert. Zumal es für einen Keier, wenn er ein Auto aufbremst und aufbauen will. Weiterhin eine Kontrolle von der Vitesse, ein Assistent für die Spurzahlen und eine Hilfe für die Bürger aufzufahren. Er gibt schon viel für die Sicherheit und den Komfort investiert, die das alltägliche Fahren für und allem am Straßenverkehr mehr sicher sollen machen. Beim neuen D-Max V-Cross von ISUZU lädt er von hinten über schaffenden 1,1 Liter Turbo-Diesels-Motor in dem Kapo und erfüllt auch schon Euro 6D Aufgasnorm. Den D-Max geht an die Kabinentypen wie Single Cab, Space Cab und wie hier bei unserem Testauto am Double Cab geliefert und dazu kommen dann nach 4 Varianten von Equipment. Er kann bis zu 1,1 Tonnen geladen gehen, er kann bis zu 3,5 Tonnen komplett geladenen Unhänger ziehen. Den D-Max V-Cross Pickup lässt sich gut auf normaler Straße fahren, mir bleibt aber immer der Geländefreak. Bei einem Buschwinkel von 30,5 Grad ist die Gefahr für die feuchte Schnitz zu beschädigen auch ganz minimal. 25 cm zwischen den Achsen haben auch keine Angst für dem richtig knubbeligen Buschweh. An 80 cm Watttiefe erleben noch einmal zwischendurch einen Bodenwäsch. Den zuschaltbaren Allradantrieb bietet auch eine Ersetzung. Und für das Kraft gibt ein Differential für die hinterste Achse, was auch bedeutet, kein Sprangen und Stottern mehr von der hinterste Achse, so gut, wenn ein D-Max nicht gelöst ist. Dazu gibt es eine neue Viehstrahtabhängung und doppelquer Lamellen angepasst. Stramm und aber nicht viel hart gefedert, rollt ein D-Max über die schlechte Straße. Die Steuerung aber zählt nicht zu den direktesten, schafft aber genau an das Licht zu bewegen. Auch per Drehknapp lassen sich während dem Fahren die Fichtachse sowie die zusätzlichen Ersetzungen zuschalten. Wählt in Loewer die entspannte Vorweise auf der Landstraße mit Tempomat, die nicht mehr bis zu 130 km/h funktioniert, ist den D-Max auch mit die 8 Liter Sprit zufrieden, beziehungsweise bietet er eine Autonomie von die 1000 km. Kombination aus dem kompakten 1,1 Liter Motor mit seinen 120 kW, 130 PS, an seinem Drehmoment von 360 Newtonmeter bei 2000 Touren pro Minute, gekoppelt in einen 6-Gang-Wandler-Automatik, versteht sich gut, wie sie kein Großsportler. Er beschleunigt auch gut in 12 Sekunden von 0 auf 100 km/h, wobei sein maximal Vitesse bei 180 km/h liegt.
So in den nächsten Kilometern kann ich feststellen, dass Schaffpferd für früher als ein kleiner Luxustransporter ging. Und hat auch dadurch seine Erbesqualität nicht verloren. Und diejenigen, die in der Sicht, kann am D-Max, V-Cross, Pickup auch glücklich gehen.